Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Genau, auswählen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt können wir hier unseren Typen erstellen, oder was? Und wie machen wir das? Drehen, Kopf drehen, zoomen, auswählen. Das ist in Ordnung. Zurück. Ja, ich will. Genau, Großmutter. Großvater. Ja, was sind das? Okay, egal. So. Vater der Mutter? The shit? Okay, machen wir mal so, was auch immer das zu bedeuten hat. Machen wir mal ausgeglichen. Mutter des Vaters. Das ist, denke ich, ganz annehmbar. Den finde ich ganz gut. Wir sind eher dem Vater ähnlich. Wir sind männlich. Ein bisschen den Kopf drehen. Okay, also, okay. Ja, also, ich würde sagen, okay. Ja, das ist schon in Ordnung. Lifestyle. Schlafen. Ganz bestimmt nicht so lange. Wir schlafen genau wie im echten Leben. 6 Stunden ungefähr. Freunde und Familien können wir 4 Stunden machen, Sport treiben und trainieren, 0 Stunden, legale Arbeit verrichten, wie 3,5 Stunden. Nix da. 6 Stunden. Partys, weniger. Hä? Ach so, dadurch wird sich hier die ganze Geschichte, wie man aussieht, verändern. Dann lungern wir doch lieber ein bisschen mehr auf dem Sofa rum. Auch wenn er mir nicht gefällt, ey, der ist ein bisschen hässlich. Egal. Egal, da können wir bestimmt jetzt noch was machen. Alter, 30. Haar kurz gekämmt, Stachelfrisur, zerzaust, Langhaar. Kurz geschoren, iromodisch, Hipster, nee, Hipster nicht, Seitenscheitel auch irgendwie nicht. Ja, das passt doch. Braun, Bart, kurze Stoppeln, das muss ja wie im echten Leben aussehen. Also 3 Mongolenbart. Übrigens so. Keine Mütze, kein Hut. Brille, was gibt's da? Alter, nee, dann lieber keine Brille. Speichern und weiter. Name des Charakters, das gefällt mir auch schon mal gut. Rick. Ta. Lean. Replay. Hoffentlich stirbt er nicht wieder Diablo Rektalin. Okay, passt nicht, geht nur Vorname. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Der gefällt mir ganz gut. Der könnte durchaus Gangsterqualitäten entwickeln.